Yoshi! Hallihallo, Hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis da draußen und seid herzlich willkommen zum letzten Newsflash-Video des Jahres 2022. Ja, ihr Lieben, einiges ist passiert, einiges hat sich geändert und ich möchte euch einmal gerne auf den neuesten Stand bringen, damit ihr wisst, was für Projekte kommen, wie geht's auf YouTube und Twitch und so weiter, was war so los bei mir und ja, was habe ich mir wieder für komische Sachen ausgedacht. Seid gespannt. Ihr wisst ja, diese Videos richten sich immer sowohl an die YouTube- als auch an die Twitch-Zuschauer. Also macht's euch gemütlich, schnappt euch so viel Obst, wie ihr futtern könnt. Denn dieses Mal könnte das Video ein bisschen länger werden. Dafür gibt's aber natürlich wieder schönes Gameplay im Hintergrund. Also macht's euch bequem und schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Seid ihr bereit? Sehr schön, dann legen wir auch gleich los, würde ich sagen. Das erste Thema hatte ich tatsächlich schon mal angekündigt, und zwar ein neuer Look. So sieht's aus, ihr Lieben. Ihr wisst ja, ich habe ja eine sehr lange Zeit meine wundervollen blauen Flammen benutzt und es wurde mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Und genau das ist passiert. Das Alpha Yoshi hat nämlich sämtliche Banner überarbeitet und natürlich auch sein Profilbild, sowie auch die ganzen Streambilder und. Es ist noch nicht komplett alles umgesetzt, da ich noch bei einigen Sachen, dadurch, dass ich noch ein paar Projekte laufen habe, nicht mittendrin diesen Break machen wollte. Aber spätestens 2023 ist es dann soweit. Dann wechseln wir komplett auf das neue Design und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt es schon hier auf YouTube sehen, auf Twitch haben es ja einige auch schon zu sehen gekriegt. Und ich hoffe, sie werden euch gefallen. Ich meine, gut, viele von euch haben mir schon Feedback dagelassen. Erstmal vielen Dank dafür. Freut mich auch sehr, dass es euch gefallen hat. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt, das fertig zu machen. War aber gar nicht so einfach, was Passendes zu finden, was mir gefallen hat. Aber da ich so ein großer Yoshi-Fan bin, dachte ich mir, ey, komm, jetzt muss mal langsam mal wieder irgendwas Yoshi-lastiges ran. Und ja, warum nicht einfach ein schönes Fight-Level im Hintergrund? Gesagt, getan, wir haben es. Und ja, ich hoffe, das neue Design gefällt euch. Das zweite Thema betrifft meine Weihnachtspause, ihr Lieben. Ihr kennt das ja schon, alle Jahre wieder macht das Alpha Yoshi zum Jahreswechsel hin eine kleine Pause. Und auch in diesem Jahr ist es wieder soweit. Und zwar werde ich vom 18. Dezember an bis wahrscheinlich 8. Januar in die Pause gehen. Es kann sein, dass ich eine Woche früher wiederkomme, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber falls ich die erste Arbeitswoche erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss, habe ich mir vorsichtshalber erstmal den 8.1. ausgesucht als Termin. Sprich, ab dem 9. Januar ist das Alpha Yoshi spätestens wieder für euch da. Und dann gibt es auch wieder den Live-Let's Play Samstag und den Community-Sonntag. Das bedeutet also, der 18. Dezember, ihr Lieben, ist der letzte Community-Sonntag. Und am 17.12. dann das letzte Mal der Live-Let's Play Samstag. Keine Sorge, ich bin nicht ganz außer Welt. Es wird bestimmt den ein oder anderen Stream zwischendurch noch geben. Vielleicht mache ich auch wieder Drakes Zockernachten. Mal gucken, kann ich aber noch nicht versprechen. Aber ich möchte den Zeitraum halt sonst wirklich ohne feste Termine haben, so dass ich wirklich sagen kann, ich nehme Zeit für Familie, Freunde, weil wir werden alle in der Zeit wahrscheinlich Urlaub haben und uns auch treffen wollen. Und da möchte ich nicht wegen Streams immer absagen müssen. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Und ja, wie gesagt, spätestens ab dem 9. Januar bin ich dann wieder für euch da. Und dann gibt's wieder Alpha Yoshi Power, sprich Live-Let's Play Samstag, Community Sonntag und natürlich auch meine YouTube-Videos. Danke schon mal für euer Verständnis. Thema Nummer 3 wird einige Leute vielleicht ein bisschen traurig stimmen, aber es gibt sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Fangen wir also dementsprechend gleich schon mal mit der schlechten Nachricht an. Und zwar, das Advents-Special gibt es nicht mehr. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, möchte ich das noch machen oder nicht? Und ich habe mittlerweile festgestellt, nein, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Grund dafür ist, mir fällt nichts mehr Neues ein. Ich quatsche gefühlt jedes Mal über dasselbe und mir fehlt auch einfach die Zeit, es fertig zu machen. Und ich bitte daher auch euch wirklich um Verständnis, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und ich weiß, es wird einige Leute traurig stimmen, weil das einfach Tradition schon ist. Aber auch Traditionen müssen irgendwann mal enden. Hinzu kommt, ich habe eine neue Tradition dafür als Ersatz gemacht, nämlich das Jahresbest auf Twitch. Und dafür brauche ich sehr viel Zeit, denn ich bin schon bereits dabei und ich darf euch sagen, das wird wieder eine Heidenarbeit, bis ich damit fertig bin. Denn ihr sollt es ja pünktlich zum 24. Dezember auch von mir zu sehen bekommen. Das ist ja immer mein kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Und allein die ganze Arbeit daran wird so viel Zeit verschlingen zwischen Arbeit und Co. Das kann ich mir einfach zeitlich nicht mehr erlauben und dementsprechend bitte ich da um Verständnis. Aber das Best of Drake's LP 2022 kommt, ist auch schon in Arbeit, aber ihr müsst euch noch gedulden. Und wenn ihr Bock habt, das mit mir zusammen zu gucken, in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember, nochmal für alle, 23. Dezember auf den 24. Dezember, um Punkt Mitternacht, würde ich mit euch dann gerne zusammen im Discord sitzen und das Let's Play wollte ich gerade sagen,
das Best-of mit euch zusammen schauen. Also merkt euch, die Nacht vom 23. auf den 24. Dezember, Punkt Mitternacht, wenn ich es schaffen sollte, würde ich gerne mit euch das Ergebnis uns anschauen. Und ich hoffe, wir werden wieder zusammen herzlich lachen dürfen. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Das vierte Thema ist ein Thema, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Auch die Reaktion von euch. Und darauf möchte ich auch ganz gerne nochmal eingehen. Gerade auf euer Feedback. Und zwar geht es hier um meine Geschichten. Ihr wisst ja, ich bin nicht nur Let's Player und Streamer, sondern auch Hobbymusiker und auch Hobbyautor. Wobei, von der Musikgeschichte habt ihr ja bisher kaum was mitbekommen, aber meine Autorengeschichte. Ihr wisst ja, ich schreibe leidenschaftlich gerne Fantasy-Geschichten, Horror und Co., aber auch mal Gedichte, Fanfictions und so weiter und so fort. Und ich bin seit über 6 Jahren bei fanfiction.de angemeldet gewesen, auch schon viel früher, weil ich hatte damals noch einen anderen Account. Die habe ich aber alle Sachen damals gelöscht. Und ich bin seit April 2022 jetzt auch auf beltristica.com zu finden. Der Grund ist, für Fanfiction eine ganz einfache Geschichte, meine Texte gehen dort unter, schon seit längerem. Es gibt kaum noch Feedback dort, am Anfang gab es natürlich welches aus der Community, aber sonst interessiert es keine Sau, was ich da veröffentlicht habe. Ist halt einfach so, ich sag's so wie es ist, fanfiction.de ist auch eigentlich eher meine Plattform, wo Fanfictions mehr zu Hause sind. Klar, es gibt einen Bereich für eigene Sachen, aber du gehst dort unter, wenn du gewisse Fandoms nicht bedienen kannst. Ist einfach so. Das habe ich wirklich in den 6 Jahren feststellen müssen. Und es ist jetzt halt so, ich bin jetzt seit 8 Monaten bei Beltristica angemeldet. Und es ist egal, ob es meine Fanfictions oder mein Werwolf-Roman waren oder meine sonstigen Texte. Ich habe in 8 Monaten mehr Feedback bekommen, als überhaupt in den ganzen 6 Jahren auf fanfiction.de. Meine Texte werden dort gelesen. Und nicht nur das, ich liebe es, dort mich mit den Leuten auszutauschen. Na, wir haben dort gewisse Chatgruppen und das alles und auch die Community ist dort ganz anders, ja, von der Mentalität her. Und ich fühle mich auf beltristica.com mittlerweile einfach viel wohler, zumal meine Texte dort halt, wie gesagt, auch Anklang finden, gelesen werden. Und ich liebe auch einfach den Austausch mit den anderen Autoren, mit Tipps, Verbesserungen und auch einfach allgemein darüber zu schwadronieren. Und ich muss wirklich sagen, deswegen war das auch mein Grund, dass ich gesagt habe, dass ich fanfiction.de löschen werde. Es ist natürlich für diejenigen, die es auf Fanfiction gelesen haben, wirklich schade. Es tut mir auch leid, dass ihr jetzt solche Umstände habt. Aber meine Texte sind nicht weg, ihr Lieben. Auf beltristica.com könnt ihr immer noch alle Geschichten lesen. Und ich sag's so, wie es ist. Alleine schon die bildliche Darstellung ist sehr viel besser. Die Schrift ist sehr viel besser zu lesen, viel größer. Und auch der Aufbau ist viel besser. Und das hat mich alles dazu bewegt, auf Beltristica komplett zu bleiben. Das bedeutet, ihr Lieben, wenn ihr meinen Werwolf-Roman The Hunting Wolves lesen wollt oder meine Super Mario 64-Geschichte, wo ich versuche, das Spiel als Roman zu erzählen oder meine anderen Texte, dann schaut doch einfach mal auf beltristica.com vorbei. Sucht nach meinem Namen. Ich werde euch in der Videobeschreibung, die müsst ihr natürlich aufklicken, um den Link zu sehen, auch gerne nochmal meinen Link reinpacken zu meinem Profil, wo ihr dann alle meine bisherigen Werke lesen könnt. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, falls ihr selber auch schreiben wollt, ihr selbst auch mal Geschichten lesen wollt, also nicht nur von mir, sondern von anderen, oder auch einfach mal selbst was veröffentlichen wollt, oder auch einfach nur Kommentare mal dazu schreiben wollt, mir Feedback geben wollt. Das könnt ihr alles auf beltristica.com machen. Wie gesagt, ich werde euch den Link in die Videobeschreibung reinpacken, aber das ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich fanfiction.de hinter mir lasse und mich komplett nur noch auf Bell konzentriere. Sprich, alle zukünftigen Geschichten werdet ihr dort finden, sowie auch natürlich das, was ich bisher geschrieben habe. Danke schon mal für euer Verständnis und ich hoffe, ihr könnt verstehen, wieso ich diesen Schritt gegangen bin. Für alle anderen, die ja jetzt natürlich sagen, ja, ohne die Fanfiction-App macht es keinen Spaß mehr, kann ich verstehen. Ist zwar dann schade, dass ich euch dann als Leser verliere, aber ich kann es nicht jedem recht machen. Daher bitte ich um Verständnis. Das fünfte Thema ist eher nochmal ein kleiner Service für euch, denn offenbar haben ein paar Leute das mit dem Streamplan ein bisschen falsch verstanden. Ich bin nämlich immer wieder mal drauf angesprochen worden, privat. Und ja, wie soll ich sagen? Ich dachte eigentlich, das war von Anfang an richtig klar formuliert, aber offenbar muss ich das nochmal genauer erklären. Ich habe nur 2 feste Streamtage, nämlich samstags von 15 bis 18 Uhr, nämlich den Live-Let's Play Samstag, und sonntags von 17 bis 20 Uhr, der Community Day. Diese beiden Termine sind safe. Die mache ich in der Regel immer, außer mir kommt privat etwas dazwischen. Zum Beispiel, wenn ich auf Konzerte bin, wie das jetzt zum Beispiel die letzten Wochen der Fall war, da war ja immer wieder mal ein Konzert dazwischen, dass ich es mal ausfallen lassen musste. Sonst immer samstags und sonntags ist das Alpha Yoshi für euch am Stream. Die anderen Tage, also montags bis freitags, finden, wenn überhaupt, nur spontan statt. Auf meinem Streamplan findet ihr immer, was am Live-Let's-Play-Samstag geplant ist, am Community-Sonntag
Und es gibt ja auch die Spontan-Stream-Projekte. Und da steckt es schon im Wort drin. Spontan. Die Schlümpfe Mission Bloodpest und Yoshi's Island für Super Nintendo sowie auch das Private Gaming. Das sind Sachen, die mache ich völlig spontan. Wenn ich nach Feierabend noch Bock habe zu streamen, kann es passieren, dass ich den Stream anschmeiße. Da steht auch so drauf, dass es sein kann, dass ich zwischen 18 Uhr und Mitternacht vielleicht nochmal den Stream anwerfe. Das ist aber keine feste Zusage. Sprich, es kann dann auch mal vorkommen, dass es auch mal Wochen gibt, wo ich gar nichts mache, außer zu meinen üblichen Zeiten, sprich Samstag, Sonntag. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Sprich, nochmal zur Wiederholung. Montags bis Freitags nur spontan, wenn ich Zeit und Lust habe dazu. Sonst gibt es keine Streams dort. Samstag und sonntags immer feste Termine, außer ich kann aus privaten Gründen nicht. Und so wird es auch bleiben. Thema Nummer 6 ist, ja, man kann sagen, eher eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe über das ganze Jahr. Ihr könnt euch ja daran erinnern, das letzte Newsflash-Video im letzten Jahr habe ich einige Änderungen verkündet. Ne, die Streamzeiten haben sich geändert, auch meine Let's-Play-Pläne und das alles, da hat sich ja einiges getan. Und ich habe jetzt mittlerweile für das Jahr 2022 dementsprechend ein Resümee ziehen können. Und ich muss sagen, ich habe richtig entschieden. Ich habe wirklich richtig entschieden. Ich nehme mir mittlerweile wirklich mehr Zeit für mich selber. Sprich, ich zocke einfach nur mal ganz alleine für mich, ohne Zuschauer, ohne Gebrabbel drumrum oder sonst irgendwas. Ich genieße es einfach mal gar nichts zu machen oder mich auch mal meinen anderen Hobbys wieder aktiver zuzuwenden, wie das Schreiben und das alles. Ja, ich muss sagen, seit ich beschlossen habe, keine YouTube-Let's Plays mehr aufzunehmen, also unter Druck, sondern wirklich die Sachen erst dann zu veröffentlichen, wenn ich sie fertig habe, auch wenn Durststrecken entstehen können, ich muss sagen, das war eine richtige Entscheidung. Ihr wisst ja, The Legend of Zelda Triforce Heroes ist, ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres gestartet. Und es läuft ja immer noch weiter. Das wird noch, ich glaube, bis April bestimmt noch weitergehen. Und ich muss sagen, ich habe 7 Monate nichts mehr aufgenommen. Ja, ich habe mir so gesehen eine eigene Auszeit verschafft. Und ich muss sagen, ja, es ist richtig so. Ich habe ja schon das nächste Projekt in der Hinterhand. Ich bin schon dabei. Das ist auch schon fast fertig. Und einfach weil dieser Druck nicht mehr da ist, euch wirklich jede Woche 2 Videos zu präsentieren. Und ich möchte erwähnen, das war selbstgemachter Druck. Das tut richtig gut. Ich genieße auch einfach mal wieder meine Ruhe zu haben, auch einfach mal für mich zu sein. Und ja, das ist das Richtige, ihr Lieben. Und ich merke einfach, dass es mir auch seitdem wirklich auch gesundheitlich deutlich besser geht. Ihr wisst ja, ich habe im letzten Jahr wegen meiner Schlafstörungen extreme Probleme gehabt. Ich musste ja auch einmal ins Krankenhaus oder ins Schlaflabor, aber kann man auch als Krankenhaus sehen. Es hat sich bei mir einiges entwickelt. Ihr wisst ja, ich leide unter einer schweren Schlafapnoe. Und dazu kommt auch noch meine psychischen Probleme mit Depressionen und Co. Und gerade um die Jahreszeit wird das wieder intensiver. No, und ich muss sagen, auch seit ich hier meine kleine süße Luzi habe, ja, mein kleines süßes Kuschelkätzchen hier, geht es mir deutlich besser. Ich achte einfach wirklich mehr auf mich und ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Und das war die richtige Entscheidung. Ich weiß natürlich auch, dass es für einige von euch am Anfang echt schwierig war. Ne? Ich habe dann Sprüche zu hören gekriegt, boah, man sieht dich ja kaum noch im Voice. Boah, du bist ja nur noch übers Handy da. Das hat auch alles seine Gründe, ihr Lieben. Ne? Weil ich muss den PC nicht unnötig laufen lassen, wenn ich nur über Discord quatschen will. Das kann ich auch per Handy machen. Und auch wenn ich mit euch privat zocke und das alles, dafür brauche ich, kann ich auch einfach nur das Handy nehmen. Allerdings ist mir auch öfters mal vorgeworfen worden, du bist ja kaum noch im Voice. Und Leute, ich bin öfters im Voice, als ihr glaubt. Ich bin nur nicht immer unbedingt auf meinem Server. Ich sitze tatsächlich auch ganz oft bei mir in der Laberecke und hoffe, dass einer von euch dazukommt. Aber, ja, ob ich da manchmal sitze oder gar nicht, ist eigentlich egal. Spätabends bin ich meistens dann noch mit Clu am Schnacken und mit seiner Community am Zocken. Das sind eben halt auch alte Freunde von mir, die ich auch schon kenne, bevor ich angefangen habe zu Let's Playen und Co. Und ich genieße diese Zeit auch einfach, ne? Oder auch mal mit Spacki abzuhängen oder mit Greenie, mit Sunny und Co. Einfach wirklich dieses für mich sein. Einfach mal nicht zu streamen, nichts zu machen, sondern einfach nur Spaß haben. Und ihr Lieben, ihr wisst, und das möchte ich nochmal erwähnen, ja, es sieht so aus, als ob ich nie im Discord online bin. Das stimmt aber nicht. Ich bin offline anzeigend, weil ich dauernd über mein Handy online bin. Sprich, egal bei welcher Gelegenheit, ob im Bus oder so, ich schaue immer wieder im Discord rein. Aber ich bin halt nur nicht online, also online anzeigend. Wenn also irgendwas ist, ihr mich dringend wegen irgendwas erreichen müsst oder was von mir wollt, dann schreibt mich am besten persönlich per Privatnachricht an. Ich antworte in der Regel immer sofort, denn die Nachrichten werden direkt auf mein Handy weitergeleitet. Wenn ich mal nicht antworte, dann liegt es einfach daran, dass ich gerade keine Zeit habe oder am Schlafen bin oder halt am Arbeiten.
Aber ich muss wirklich sagen, das Resümee habe ich für mich echt ziehen können, seit ich wirklich angefangen habe, dieses Jahr mich von diesen ganzen Stresssachen wirklich ein bisschen loszueisen, den ich mir selbst gemacht habe, geht es mir verdammt gut, Leute. Ja, und ja, es ist natürlich Veränderung, aber es ist richtig und ich bin stolz darauf. Habt also daher bitte Verständnis, wenn ich das auch weiterhin so mache, weil ich brauche das auch einfach. Und ihr wisst, wenn ihr mit mir quatschen wollt im Discord, dann schreibt mich an. Sprecht mich an. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Nein, aber ernsthaft, ich muss wirklich sagen, diese ganzen Änderungen waren genau richtig. Und ich habe auch endlich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich selber. Und das genieße ich richtig. Ich habe endlich wieder Zeit, mal an meinen Geschichten zu arbeiten, an meiner Gitarre zu sitzen, mit Freunden was zu machen. Ne? Ich meine, ihr wisst, Privatleben geht sowieso für mich immer vor, ne? Also Real Life. Aber ich genieße es und so soll es bleiben und so möchte ich es auch gerne weitermachen. Und nun kommen wir auch endlich zum finalen Thema und es tut mir leid, dass ich euch wieder so die Ohren abkaue, aber das muss halt mal sein. Und zwar meine Projekte für das Jahr 2023. Was erwartet euch? Wollt ihr das wissen? Sehr schön. Fangen wir am besten gleich erstmal mit Twitch an. Als Live-Let's Play Samstagsprojekt haben wir ja momentan noch laufend The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ich weiß allerdings nicht, ob das noch in das neue Jahr mit reinfließen wird, weil wir sind schon sehr, sehr weit. Viel kommt da eigentlich nicht mehr. Aber falls nicht, brauchen wir ein neues Projekt. Und das bedeutet, ihr seid gefragt, ihr Lieben. Ihr, meine Community, mein Yoshi-Rudel. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch als neues Live-Let's Play Samstagsprojekt wünschen würdet. Gleich vorweg, kein Zelda-Spiel. Zelda haben wir jetzt erstmal genug gehabt. Wir brauchen mal eine kleine Abwechslung, würde ich mal sagen. Also ihr Lieben, schlagt mir Spiele vor, die ihr gerne sehen wollt. Voraussetzung ist natürlich, dass ich die Spiele besitze und diese auch spielen möchte. Das ist die Bedingung. Aber ihr dürft mir gerne Vorschläge machen. Und ja, worauf ich Bock habe, das werde ich euch dann gerne mitteilen. Und das mache ich dann natürlich live im Stream. Und dann können wir ja sonst auch gerne zusammen mal darüber entscheiden und schnacken. No? Und ja, hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ja, Community-Sachen bleiben wie bisher, sprich Mario Kart, Smash, Splatoon. Allerdings steigen wir ab Neujahr von Splatoon 2 auf Splatoon 3 um. Das heißt, Splatoon 2 fliegt raus und wir werden auf Splatoon 3 wechseln. Da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf. Ja. Tomodachi Live geht natürlich auch noch weiter. Vorausgesetzt, ihr möchtet das natürlich noch weiterhin sehen. Aber ich denke, da werdet ihr noch Lust drauf haben und ich denke, da werden noch ein paar Streams auf jeden Fall noch kommen. Ja, dann natürlich die Spontanprojekte. Die Schlümpfe-Mission Blattpest hat gerade erst frisch angefangen, sprich, das wird definitiv noch im neuen Jahr weitergehen. So wie auch die Retromania-Spiele, sprich, ich habe ja von dem guten Klusuke einen Super Nintendo-Nachbau bekommen, eine Hyperkin-Konsole Super Retron HD. Und die ist in der Lage, originale Super Nintendo- und Gameboy-Spiele abzuspielen. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe ja kürzlich Mario Land und Kirby's Dream Land original von Konsole gespielt als Let's Play. Und da geht's natürlich noch weiter. Yoshi's Island ist nur eines der Projekte. Kürzlich hatten wir ja Mario All-Stars und, Mario World fertig gemacht. Aber es kommen noch ein paar Projekte, also freut euch drauf, was da kommt. Da sind nämlich noch ein paar schöne Schätze bei, die ihr bestimmt sehen wollt. Private Gaming wird es natürlich immer wieder geben. Genauso wie auch mal Mario 64 Runs. Die werde ich natürlich auch mal machen. Oder auch Wettkämpfe mit Sunny. Das wird auch mal passieren. Allerdings, was ist denn noch neu? Ja, ihr Lieben. Eine Sache habe ich da noch für euch. Und zwar der gute Drago, LDrago2805, und der gute Markus, meine kleine Zuckerbübchen. Unser Playing Markus und ich haben beschlossen, wir wollen mal eine eine Soul-Link Randomizer-Challenge machen, eine Nuzlocke. Wir haben ja damals mal mit Platin angefangen gehabt, nur dummerweise haben Drago und ich das Projekt irgendwann total vergessen und keiner von uns beiden hat sich irgendwas notiert und ja, weiß noch, wie was war. Das Projekt haben wir dementsprechend gesagt, brechen wir ab, wir machen einen Neustart, aber dann zu dritt und natürlich mit einer anderen Edition. Wann genau, müssen wir noch gucken, wie das zeitlich bei uns passt, weil Markus, Drago und ich, wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Das ist dann manchmal so schwierig, dann einen Termin zu finden, wo alle Zeit haben. Aber es wird kommen und ihr dürft euch auf jede Menge Fails sorgen. Denn während Drago und Markus eher die Experten da drin sind, bin ich ja der totale Noob da drin. Also es wird bestimmt jede Menge Unfälle wieder auf meinem Mist wachsen. Freut euch drauf, es wird lustig, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, aber das wäre jetzt so für die Anfangszeit erstmal geplant. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Neverending Project, einfach nur zum Spaß, wenn Tomodachi ausläuft. Das ist ja auch noch der Plan. Aber sonst läuft es erstmal auf Twitch so wie bisher weiter. Und damit wisst ihr schon mal, was ungefähr
auf euch zukommt. YouTube wiederum sieht ein bisschen anders aus und da wird es auch die eine oder andere Überraschung für euch geben. Kommen wir zu den YouTube-Let's Plays, nämlich The Legend of Zelda Triforce Heroes geht auf jeden Fall noch eine Weile weiter. Ungefähr bis Anfang April habe ich ausgerechnet. Ich glaube, die erste Aprilwoche ist das letzte Video. Sprich, wir sind jetzt im letzten Drittel, dem härtesten Drittel übrigens von allen. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf jede Menge Frustmomente von Sunny, Drake und Drago, die kurz davor sind, die Krise zu kriegen. Ja, wir haben das Spiel tatsächlich am Ende doch auf 100% beendet, ohne dass wir das gemerkt haben. Es war anstrengend, es war ein Trauerspiel und ihr werdet herzlich lachen dürfen, während wir drei wirklich wortwörtlich durch die Hölle gejagt werden. Guckt's euch an, das Let's Play lohnt sich, ihr werdet so lachen dürfen. Fragt mal unseren Major Demon, der kann's bestätigen, der schmeißt sich regelmäßig weg. Und ich darf euch sagen, Drago, Sunny und ich haben trotz all des Frusts, trotz wir uns angegiftet haben und manchmal wirklich gegenseitig den Hals umdrehen wollten, wir hatten echt Spaß. Und wie gesagt, das letzte Drittel, das muss sich auf jeden Fall angeguckt werden. Das wird, wie gesagt, auf jeden Fall bis April noch weitergehen. Und ab April wird es ein Nachfolgerprojekt geben. Und das bin ich schon fleißig am Produzieren. Das ist auch schon halb fertig tatsächlich. Und zwar ein Wunsch-Let's Play von unserem Major Demon. Der gute Demon, gleichzeitig auch Moderator bei mir, gehört ja mit auf YouTube zu meinen treuesten Zuschauern und auch der aktivsten, auch in den Kommentaren. Und der hat sich von mir Yoshi's Island DS gewünscht. Auf 100%. Und ja, ihr Lieben, ich stelle mich dieser Hölle. Und ich kann euch sagen, es ist nicht nett, was mich dort erwartet. Aber es macht auch gleichzeitig echt viel Spaß. Dieses Let's Play wird nämlich das Nachfolger-Let's Play für The Legend of Zelda Triforce Heroes. Und während Yoshi's Island nämlich läuft, kann ich nämlich dann schon das nächste Projekt vorbereiten. Welches es ist, das verrate ich noch nicht. Ich weiß es nämlich noch nicht. Also kann ich euch auch noch nichts verraten. Aber auf jeden Fall, Yoshi's Island DS, Nachfolger für Zelda. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Und jetzt bringe ich noch was ins Spiel. Ihr könnt euch ja mal daran erinnern, dass ich mal vor ein paar Jahren gesagt habe, Klusuke und ich haben mal zusammen ein Donkey Kong Let's Play aufgenommen. Jetzt ratet mal, was kommen wird. So sieht's aus. Ich glaube, es soll, glaube ich, sogar schon nächste Woche starten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da muss ich nochmal mit ihm schnacken, ob wir jetzt doch erst im Januar starten oder doch noch Dezember. Das Donkey Kong Country Let's Play mit Klusuke, welches wir vor ein paar Jahren mal aufgenommen haben, das müssen wir einfach zeigen. Das darf nicht verschwinden in die Versenkung, denn es war so witzig mit ihm. Und ich kann es kaum erwarten, euch das endlich präsentieren zu dürfen. Meine Videos sind schon fertig, Clu ist schon dabei, seine Videos vorzubereiten. Und es kommt endlich. Und die nächste Überraschung, ihr Lieben. Einige haben gefragt, was ist aus Drake's Short Adventures geworden? Und ich muss zugeben, es ist mir peinlich, ich habe das Projekt total vergessen. Für diejenigen, die Drake's Short Adventures nicht kennen, es handelt sich dabei um eine Art kleines Let's-Test-Format. Sprich, ich zocke dort Spiele, zeige sie euch, erkläre ein bisschen was dazu, was mir daran gefallen hat und was nicht, ob ich es euch empfehlen würde oder nicht. Und dieses Projekt möchte ich auch wieder aufleben lassen. Ja? Also, es ist peinlich, dass ich das Projekt total vergessen habe. Und es gibt so tolle Spiele, die ich euch noch zeigen möchte. Nicht nur unbekannte Sachen, sondern auch Sachen, die man schon kennt. Aber auch einfach, euch mal zu zeigen, warum ich die Spiele so feier oder was ich nicht so gut daran fand. Und ja, ich freue mich darauf. Und ich hoffe, ihr euch auch. Aber das ist so der Plan. Sprich, für YouTube, Zelda Triforce Heroes bis zum Schluss noch, also bis April, Yoshi's Island DS und neue Folgen von Drake's Short Adventures, sowie auch das Donkey Kong Country Let's Play, worauf ihr so lange habt schon warten müssen. Ja, ihr Lieben, und damit, ja, sind wir mit allen Themen durch, würde ich sagen. Oh mein Gott, das Video ist diesmal wirklich länger geworden. I'm so sorry. Naja, egal. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr immer dabei seid, dass ihr mich so krass unterstützt. Ich kann einfach nur sagen, ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb, ihr lieben Yoshilis. Ich danke euch, dass ihr euch das Video hoffentlich auch bis zum Schluss angeschaut habt. Lasst mir gern euer Feedback zu den einzelnen Themen da. Und damit sage ich dann, danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns spätestens entweder im nächsten Video oder in meinem nächsten Stream wieder. Bye, bye, euer Drake. Sassu!